Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier in der zweiten Folge von The Shadow and the Blade mit unserem Meisterassassin Snicksch. Wir haben jetzt hier, ja, Sudenburg hier in einen Hinterhalt gelockt. Wir stehen direkt vor der Stadt und wir sollten hier dringend gewinnen. Und ich würde sogar behaupten, sogar ganz gut. Wir schauen uns mal erstmal die Map an. So schaut's hier aus. Und ich wollte noch ganz, ganz kurz, das habe ich vergessen gestern in der ersten Folge zu sagen, aber ich habe da, glaube ich, schon genug gesagt, war lang genug. Ich werde bis zum Release sowohl Malus als auch Snicksch parallel laufen lassen. Und danach werde ich auf einen Alle-Zwei-Tage-Rhythmus bei beiden wechseln. Was im Grunde bedeutet, dass dann quasi zum Beispiel montags kommt halt Snicksch, am Dienstag kommt halt Malus und so weiter und so fort. Einfach quasi, um beide parallel weiter spielen zu können, um euch beide weiterhin zeigen zu können. Aber täglich, das werde ich nicht schaffen. Das ist zu viel Aufwand. Das ist nämlich schon ordentlich anstrengend genug, dann quasi dann auch noch nebenbei noch die Tyrion-Kampagne zu spielen. So, jetzt geht's allerdings los, meine Damen und Herren. Es sind doch nur Menschen, denkt man sich, ne? Gut, jetzt haben wir immer mal ein paar Skavensklaven, die uns relativ wenig kosten. Die können für uns den ersten Feind hier mal so ein bisschen hier auf Distanz halten, damit wir unsere anderen Einheiten hier alle schön zum Einsatz bringen können. Oh, das ist schon mal eine gute, angenehme Menge an Magie. Hier befindet sich jetzt hier schon mal... Oh, das kann man machen. Die stelle ich mal dahin. Die können nämlich dadurch jetzt hier schon ballern. Die Skavensklaven packe ich mal hier hin. Die sollen da rausrennen. Ihr seid ja definitiv meine Nummer 0, denn für mehr taucht ihr nicht. So, ihr seid hier die Nummer 2. Die Nightrunners, dann machen wir... Moment, wen haben wir denn da noch? Die Eschentriaden. Eschentriaden packe ich da hin. Dann packe ich die Bohrer. Die will ich wieder so richtig schön zentral in die Gegner reinheizen, um ihnen ihre Bewegungsfähigkeit zu nehmen. Dann haben wir hier noch die Fernkämpfer, also die halt näher ran müssen, die Fernkämpfer. Snicksch selber geht dahin, um den Charakter hier sich zu schnappen. Beziehungsweise ich bin sogar am überlegen, ob ich ihn da hinten hinpacke. Dann haben wir hier noch unseren Eschenzauberer. Und noch... weitere Einheiten mit Speeren, die ich jetzt hier auch noch an die Flanke packen will. Dahin. Und dahin. Und jetzt schicken wir sie mal näher, sobald es losgeht. Moment, Pause. Es ist einfach besser, wenn man das hier gleich direkt am Anfang mit Pause kombiniert, ne, logischerweise. So, die Schwertkämpfer dahin. Die gehen dahin. Ihr rennt dahin. Ihr rennt da ziemlich offensiv rein. Du dahin. Ihr dürft schon schießen. Ihr geht allerdings auch noch einen Schritt näher ran. Und dann kommt hier meine lustige Nummer 0. Die ich jetzt hier einfach hier reinheize. Genauso wie auch ihn hier. So, und los geht's. So, jetzt könnt ihr gleich schon mal ein bisschen schießen. Ihr geht hier weiter. Ihr seht, wie schnell die sind, ne? Das ist schon krass. Go, go, go. Go, go, go. So, die sind jetzt hier entdeckt worden, aber wir können dafür sorgen, dass sie erstmal wieder nicht mehr entdeckt sind. Ah, okay, das hat sich jetzt schon erledigt. Greif da an. Greif da an. Greif da an. Greif da an. Hier. Oh, habt ihr da schon Kontakt? Jetzt können wir hier das hier schon mal machen. Das sorgt jetzt dafür, dass die nicht mal entkommen können. Und dann machen wir das hier gleich mal an. Wir greifen noch hier mit an. Wir schleudern jetzt das hier da rein. Und zack. Bäm. Ich hole jetzt hier nochmal die Ratten da hoch. So, wir kämpfen jetzt hier gegen diesen Kommandanten im Nahkampf. Ich bin gespannt, wie lange Snicksch das jetzt hier ohne Probleme durchhält. Ich hoffe lange. So, und ihr seht, wie schnell man diesen Zauber hier wieder rausholen kann. Das ist schon echt krass. Wie schnell man diesen Zauber hier machen kann, meine ich. So, ihr schießt da jetzt noch mit rein. Du gehst jetzt da noch mit hin. Diese Einheiten sind auf jeden Fall schon jetzt hier gekillt. Okay, wir verfolgen die jetzt hier. Go, go, go. Ihr geht da jetzt mit rein. Solltet ihr hier voll zumachen. Snicksch gewinnt diesen Nahkampf auf jeden Fall. Allerdings nicht ohne dabei ein bisschen federn zu lassen, wie man gerade eben sieht. Ne? Du verfolgst ihn auf jeden Fall weiter. Hier geht es hier hinten rein. Die haben es ja auch schon gewonnen.
Dann hole ich hier nochmal ein paar Ratten hoch. Dann zaubern wir da nochmal rein. Nein, 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 ihr müsst... Hallo, ich möchte, dass ihr da angreift. Ihr sollt die hier weiterhin verfolgen. Du greifst die noch mit an. Weiter verfolgen. Ihr greift da noch mit an. Los, go, go, go. Jetzt kann ich das hier noch machen, das können die sich nicht mehr bewegen. Und werden jetzt hier einfach daran niedergemetzelt. Oh, wir verlieren aber hier gerade eben auch ordentlich. Eine unserer Einheiten, unsere Clanraten mit Filter, haben wir gerade eben ganz schön eine draufgekriegt. So, aber gewonnen, meine Damen und Herren. Wir werden auch diese Einheit jetzt hier verfolgen und töten. Also alle. Denn das muss so sein. Go, go, go. Ihr verfolgt die schön weiter. Ich will nicht, dass die entkommen. Keine einzige davon darf entkommen. Nicht einer darf entkommen. Die sind schon runter auf 5 Mann. Das heißt, ich kann mich jetzt um die da kümmern. Die sind einfach näher an denen dran. Was ist da los? Hä? Achso, das waren die Verfolgerratten. Ja, die wurden ausgelöscht. Das macht durchaus Sinn. Die dürfen auch ausgelöscht werden. Übrigens, ihr seht ja, die Eschen-Triaden, ne? Die haben jetzt hier im normalen Nahkampf schon ganz schön Einheiten verloren. Lol. Das sah gerade eben lustig aus, wie sie in zwei Richtungen geschossen haben. So, ihr verfolgt die jetzt hier. Ich hoffe, ihr bekommt die noch. Ja, ich kann es jetzt auch mal erhöhen, die Geschwindigkeit, ne? Es geht aber nur darum, so viele wie möglich von ihnen erwischen. Die haben keine Munition mehr. Aber ein paar von denen haben wir noch gekriegt. Gut, 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 gut. Ja, den Rest will ich den noch verfolgen. Was ist denn da los? Die sind leider nicht so schnell. Was, wenn ich das jetzt hier anmache? Gar nichts. Er kommt halt nicht an ihnen vorbei. Okay, schade. Da waren ein paar Einheiten im Weg, die zu langsam waren. Aber egal, wir haben sie geschlagen. Haben dabei relativ wenig selber verloren. Können jetzt hier vielleicht sogar noch ein bisschen Verlustverstärkungsrate noch rausholen, indem wir die Feinde einfach auffressen. Und damit vielleicht direkt die Ortschaft einnehmen. So, was bekommen wir? 4%. Oh, das ist echt nicht viel. Das ist unangenehm wenig. Naja, egal. Kann man nicht ändern, kann man nicht ändern. Aber dafür haben wir ein Level Up. So, wir verbessern jetzt hier die Nachladezeit unserer Gossenläufer und Schattenläufer. Wir haben sogar 2 Level Ups, wie ich gerade eben sehe. Cool. Da können wir gleich beides machen. Da gibt es nochmal ein bisschen mehr Geschwindigkeit für die Jungs. Und unser Eschenzauberer hat ebenfalls ein Level Up. Jetzt bin ich halt überlegen, was ich hier machen soll. Ihr seht, der schließt sich nicht aus. Ne? Er kann das machen, unabhängig von dem katayanischen Training und den Verhüllungsbomben. Das kann der alles lernen. Aber ich muss zugeben, mich würde tatsächlich diese Rüstung interessieren. Weil diese Rüstung wäre, glaube ich, ganz gut. Um zum Beispiel die Eschen-Triaden zu verbessern. Oh, sagt keinen Schaden. Ja, was macht das? Ich bin neugierig. Ich will wissen, was das tut. Ich will echt wissen, was das tut. So, wir haben einen Ritus freigeschaltet. Und zwar hier die Intrige des plötzlichen Todes. Geschwindigkeit. Das ist das falsche Symbol. 20% für Schattenläufer und Gossenläufer. Hier Geschwindigkeit für alle anderen Einheiten. Attribut Schleicher für alle Armeen und scharfäugig. Ui, was macht denn scharfäugig? Jetzt bin ich neugierig geworden. Das kenne ich noch nicht. So, kann ich das jetzt sehen, was scharfäugig macht? Scharfstütze. Diese Einheit bleibt beim Schießen verborgen. Ah, das ist nämlich dasselbe Symbol. Da hat man wieder, haben wir wieder 2 verschiedene Übersetzer an derselben Sache gearbeitet, so wie es aussieht. Gut. Das scheint auf jeden Fall eine größere Herausforderung zu sein, als uns lieb sein kann. Ich würde allerdings behaupten, dass das Spiel hier gerade eben dramaturgisch maßlos übertreibt. Es sei denn, die haben eine Mauer. Nee, eigentlich nicht. Also an und für sich müsste das machbar sein. Wir speichern mal lieber vorsichtshalber. Man weiß ja nie, was passiert. So, ja, also wie gesagt, bei der Autoberechnung haben natürlich Skaven immer ein ziemlich schlechtes Standing, insbesondere durch die schlechte Rüstung.
Wir werden, glaube ich, auch relativ wenig berechnen lassen können mit den mit dem Clan Ashen. Einfach genau aufgrund dessen, ne? Die sind halt nicht so gut mit Nahkampfabwehr gesegnet. Da, ihr seht, jetzt ist es wieder 50-50, ne? Das ist mal wieder faszinierend hier. Wir haben jetzt hier eine ganze Menge Einheiten, die Vorhutaufstellung haben. So, ihr geht dahin. Ich lasse im Zentrum jetzt hier tatsächlich die Billo-Einheiten hier formieren. So, ihr geht dahin. Ihr geht dahin als Nummer 2. Man hat hier ein bisschen so eine klassischere Aufstellung. Snicksch hat natürlich hier eine entsprechende Vorhutaufstellung. Die Triaden haben eine Vorhutaufstellung. Sogar die Bohrer haben eine. Okay, hat unsere gesamte Armee? Nee, das hat sie nicht. Okay. Nicht die gesamte Armee. Ja, aber die Ashen-Triaden will ich gerade eben gar nicht einsetzen. Aber das hier könnte man hardcore einsetzen. Und die Schwertkämpfer ebenfalls. So, wir starten das Gefecht und machen mal sofort Pause. Die wurden jetzt hier sofort entdeckt. Wir rücken jetzt hier vor. Ich kann hier natürlich nichts gerade eben machen, um das hier für sie zu verbessern. Aber was wir jetzt hier machen können, ist jetzt hier so außen rum rennen. So, wo ist unser Ashen-Zauberer? Genau, der muss jetzt auch mit vor. Der kann jetzt hier diesen komischen Zauber da machen. Na, wir werden sehen, was er tut. Go. Unsere Truppe stürmt. Ich guck mal, was passiert, wenn ich die jetzt hier alle an der Stelle hier binden kann. Das wäre jetzt sehr, sehr witzig. Ich meine, schnell genug sind sie. So, go, go, go. Na, 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 na. Ja, komm. Okay. Und jetzt haben wir die hier. Und zack und zack. Aktiviert. Snick rennt jetzt hier außen rum. Ihr bleibt stehen und schießt. Ihr rennt da jetzt weiter. Ihr zieht euch hier zurück. Ihr müsst jetzt euch die hier schnappen. 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 Clanratten hier rein spawnen. Du greifst es hier von hinten an. Attacke. Dann diese Zauberei. Warte mal, soll ich das endlich mal machen? Was tut das? Was tut das? Aha, ein riesiges Durcheinander produzieren. Ja, aber auch nicht so, wie es aussieht. Es scheint doch ein bisschen mehr zu machen. Ich weiß nicht, was es tut, aber es tut irgendetwas. Ich kann nur nicht den Finger drauflegen. So, was ist mit euch hier? Die Ashen-Triaden. Gehen da jetzt rein. Da haben wir jetzt gerade eben den Nahkampf gewonnen. Das ist schon mal gut. Ihr schießt auf die da drauf. Ihr attackiert es die da. Ihr da rein. So, jetzt kann ich hier nochmal diesen Zauberer sprechen. Komm, hau da rein. So, die haben sich jetzt hier gesammelt. Go, 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 wieder ran. Ich will eine sehr, sehr fiese Fähigkeit einsetzen. Ich will nicht, dass sie schießen. Auf die da schießen, was ist mit ihm hier? Master Snitch greift jetzt hier immer noch mit denen hier an. Die werden hier immer noch zusammengeschossen. Die haben wir jetzt hier erwischt. Dann machen wir das doch auch nochmal hier rein. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, was bewirkt das genau? Also es macht keinen Schaden, aber es scheint irgendwie einen Moraleffekt zu haben. Undefinierbarer Moraleffekt. Das kann man mal hier so festhalten. So, Snick. Ist hier im Nahkampf mit dem Helden. Ja, da sollte jetzt momentan gerade eben nicht sein. Er ist nicht fit genug dafür. So, Zauber auf diese Viecher da. Schön hier angreifen. Schön hier angreifen. Ihr greift hier noch mit an. Wir schießen jetzt hier weiter auf die drauf. Du schießt auf den Kommandanten. Du bleibst hier. So, weiter geht's.
Und bam, 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 bam. Ich lasse ihn mal gegen diesen Helden da kämpfen. Ich bin gespannt, ob er das irgendwie hinbekommt. Um dabei drauf zu gehen. Die haben sich gesammelt. Go, go, go. Die Speerkämpfer haben sich gesammelt. Ihr schießt auch noch auf den Kommandanten drauf. Ihr könnt auf die Speerträger hier drauf schießen. Oh Gott, jetzt sind die permanent dabei, sich ja gerade eben in Wohlgefallen aufzulösen, unsere Truppen. Wir haben halt, ne? Da hinten haben wir leider auch verloren. So, ist halt wichtig, dass wir das jetzt hier irgendwie in den Griff bekommen. So, kommt hier mal alle zurück. Snitch rennt weg. Aber jetzt haben wir dir zusammengeballert. Guck mal, ob ich das jetzt hier im Nahkampf eigentlich machen kann. Und? Nee, das kriegt er irgendwie nicht hin. Aber er ist trotzdem durchaus zu einer Lage, sich ihm zu erwehren. So einigermaßen zumindest. Wenn das hier noch mithilft, dann könnte das sogar noch was werden. Mhm. Jawohl, das dürfte der Kommandant jetzt gleich gewesen sein. Jetzt muss ich bloß mit Meister Assassinen Snitch wieder raus. Der ist nämlich schon so gut wie tot. Er rennt wieder weg, okay. So, schießen, schießen, schießen. Die finden es natürlich jetzt gerade nicht gut, dass Snitch jetzt hier sich zurückgezogen hat. Das ist nämlich der Punkt. So. Ihr Freunde. Schießt es auf. Die da. Wir müssen die jetzt hier zusammenballern, eh, anders geht das nicht. Ich habe keine Ahnung, wo der Schuss hingegangen ist. Aber er ist nicht dahin gegangen, wo ich ihn haben wollte. Du musst noch auf die da schießen. Go, go. Wir haben sehr viel Risiken gerade eben. Wir sind jetzt hier gerade eben eingegangen, um das jetzt hier hinzubekommen. Du ziehst dich mal dahin zurück. Nicht erwischen lassen. Ihr weicht hier aus. Wir versuchen die jetzt hier zu kriegen. Schießt mal nochmal ganz, ganz kurz eine Salve. Ihr schießt auch nochmal ganz, ganz kurz eine Salve. Ihr geht da noch hin. Nix geht da drüben noch hin. Macht sich eine Runde unsichtbar. So. Schieß mal, vielleicht kannst du die da hinten ja treffen. Ja, trifft halt leider nicht genug, ne? Das ist das Problem, trifft nicht genug. Wie gesagt, ich habe es ja gesagt, dass wir ein großes Risiko eingegangen sind. Aber jetzt müssen wir halt diese Freischärler-Miliz jetzt halt mal killen. Er hat noch 71 Lebenspunkte. Vielleicht kann ich die jetzt hier aufreiben, indem ich jetzt mit ihm von hinten reingehe. Wir hoffen, dass er dabei jetzt hier keinen allzu großen Schaden nimmt. Gut, du verfolgst die jetzt. Ihr geht jetzt hier direkt einmal weiter. Du rennst jetzt da drüben hin. Du gehst hier so mittendurch. Das, was ich hier gerade eben mache, kann man durchaus als YOLO bezeichnen. So, ihr greift jetzt direkt hier noch die da drüben an. Die werden ja gleich fliehen, sobald wir wahrscheinlich den Kontakt haben. Jawohl, minus 23. Minus 14. Ihr verfolgt die hier weiter. Ihr geht da weiter auf die da. Und die sind im Grunde jetzt schon vernichtet. Perfekt. Es gibt nur noch ein paar Schwertkämpfer. Wir haben gewonnen. Okay, we did it. Hui, was für ein Ritt auf der Rasierklinge. Und das ohne Sattel. Und ohne Hosen. Ich habe jetzt keine Ahnung. Also eigentlich müsste das überstanden haben, auch wenn es jetzt hier momentan düster aussieht für ihn.
dauert halt echt noch eine Weile, bis der halt überlebensfähiger wird, ne? Aber wir haben keine einzige Einheit verloren. Das ist nicht mal Präzisionsarbeit aus purem Glück. So, wir werden das Ding jetzt hier natürlich einfach besetzen. Provinz gesichert. Die andere Armee haben wir auch schon geschlagen. Wir haben jetzt die Mission abgeschlossen. Aufgabe abgeschlossen. 1000 Gegner getötet. Das heißt, wir haben die Tränenklinge. Ja, geil. Waffe erhalten. Tränenklingensturm. Rüstungsdurchdringender Schaden erhöht. Waffenstärke erhöht. Führerschaft für Gossenläufer, Schattenläufer, Todesläufer und Eschentriaden erhöht. Allerdings erst ab Rang 7, wie ihr seht. Im Grunde... Oh, wir haben nochmal einen... stellt eine Provinz einer Last auf. Ja, machen wir gleich. Ganz ruhig Spiel. Eines nach dem anderen. Im Grunde ist diese Tränenklinge ein zusätzlicher ja, Tier 2 Buff, wenn ihr so wollt. Ich weiß nicht, wie man diese verbesserten Dinger nennt. Ich nenne sie jetzt einfach mal Tier 2. Das ist eigentlich für uns hier ganz gut. Das hier Gossenläufer, Schattenläufer. Ja genau, hier gibt es nämlich ohnehin schon Führerschaft und wir können die Führerschaft noch weiter erhöhen. Nochmal 15% mehr Geschwindigkeit. Zwar für Todesläufer und Eschen. Triaden, aber trotzdem, das ist eine Menge. So, er hat leider keinen Level-Up. Aber Sudenburg ist jetzt unser. Die hier werden nicht mehr viel bewegen. So, wir können einen Erlass aufstellen. Öffentliche Ordnung, Unverdorbenheit, Wachstum, Nahrung generieren, Sklavenkorruption. Ich bin ein Fan von Wachstum in der Situation. Geld haben wir wirklich einen Haufen. Doch haben wir keine besonderen Söldnerregimenten noch hier zur Verfügung. Aber wir können Einheiten rekrutieren. Schleuderer, der Gossenläufer. Schattenläufer. Der Gossenläufer sind besser. Ich möchte hier auf jeden Fall nochmal zwei Gossenläufer haben. Haben wir dann immerhin schon mal drei. Ja, aber die Schattenläufer kann man theoretisch tatsächlich... Oder warte mal. Die mit Gift haben wir noch nicht, ne? Moment. Mit Gift ist erst in einer Runde. Nee, warte mal. Wir müssten eigentlich schon mit Gift haben. Aber wir brauchen die Schmiede der Pestilenz. Ach, da war ja was. Okay, also es geht noch nicht mit Gift. Dann machen wir jetzt die Gossenläufer zwei Stück davon. Eine weitere Einheit Sklaven mit Speer brauchen wir nicht. Ach komm, dann nehmen wir nochmal eine Einheit Gossenläufer. Dann haben wir halt vier Stück davon. Aber das wird auch eine unserer Haupteinheiten zukünftig sein, keine Frage. So, wie sieht's jetzt aus mit Handel? Wird schwierig werden mit Handel. Das sehe ich jetzt schon kommen. Okidoki, wir haben aber auch unfassbar viel Nahrung, Leute. Wir haben einen unglaublich fetten Bonus. Gucken wir mal, wie es da in der nächsten Runde aussieht. Oh, ich liebe das, wie schnell das durchheizt. Ohne Witz, das ist voll gut. Ja, nee, ist klar. Das Miese ist, ich muss es jetzt hier sogar tatsächlich spielen. Weil sonst verliere ich nämlich unnötig viele Einheiten. That's the point. Wir haben wirklich einen wahrlichen Pyrrhus-Sieg hier davon getragen. Aber ich denke, dass wir durch unseren Beschuss das schon einigermaßen in den Griff bekommen können. Wir müssen alles von ihm wegstellen. Warte mal, warten. So, ja, ist klar. Spiel troll mich halt. So, die dürfen im Nahkampf alles abfangen. Ihr dürft hier schon mal schießen von Anfang an. Lustige ist, ich kann ja sogar auch schon vorne hingehen und schießen. Finde ich voll gut. Finde ich echt voll gut. Was haben wir denn da noch? Die Bohrerviecher, Gossenläufer hier noch hin. Schattenläufer. Ich mache die mal hier zu einer Gruppe. Und könnte hier auf alles schon mal ballern, was da kommt. Dann seid ihr meine Nummer 3. Noch mehr eigentlich? Warbohrer, Skavensklaven. Die sind mir nicht so wichtig. Ihn will ich nicht verlieren, deswegen kommt er weiter nach hinten. Du kommst dann nach vorne.
Nochmal die Speerjungs. Wir kommen in die Gruppe 4 noch mit rein. Düpp, düpp, düpp. Düpp. Kann ich ja leider nicht da vorne hinstellen. Euch setze ich auch jetzt momentan mal nicht so aggressiv ein. Oh, hier haben wir noch Schildkämpfer. Ja, genau. Ihm kann ich noch vorne stehen. Okay, Pause. Wir kommen jetzt mit der Nummer 4 erstmal nach vorne. Keine Frage. Der Zauberer ist schon mal ganz vorne. Ihr kommt auch mit nach vorne. Theoretisch hole ich eigentlich alle mit nach vorne, aber nicht allzu krass. Wir müssen jetzt uns um die da kümmern. Und deswegen bekommen die jetzt erstmal alles ab, was wir haben. Bäm. So, die Fernkämpfer müssen jetzt erstmal ordentlich leiden. Mhm. Du rennst jetzt mal hier auf die Seite. Mhm. Ja, komm mal her, Nummer 4. Näher rankommen. Der hat hier schon ordentlich geschluckt, wie wir gerade eben sehen. Ihr geht auf den. Der flieht jetzt hier. Ihr geht alle auf den da. Du ballerst den jetzt hier weg. So, schnappt ihr euch. Und du kaltest jetzt den Typen. Schnell genug durftest du sein. Mhm. Ich muss einfach nur dafür sorgen, dass sie jetzt hier wegrennen. Und auch weiterhin wegrennen. Guck mal, ob ich das jetzt hier irgendwie nochmal ein bisschen supporten kann mit dem Zauber, ja? Ja, sie werden sich nochmal sammeln. Das ist echt krass. Sie werden sich nochmal sammeln. Es sei denn, ich sorge mit Nachdruck dafür, dass es nicht der Fall ist. Das ist das, was ich jetzt hier damit mache. Weil dann sind die nämlich erledigt. Unsere Clanraten, die wir hier raufbeschworen haben, sind schneller. So, ihr greift jetzt hier noch mit an. Und jetzt müssen wir ihn nur noch runterzergen. Lustig ist, ich kann sogar noch hier hingehen. Die Kämpfer und Schaden sollen. Ich glaube, das ist bei allen, ne? Das ist auch Verbündete, die dadurch, die sind, glaube ich, dadurch betroffen. Natürlich nichts, was geil ist. Aber wir müssen ja nur seine Moral brechen. Die ist schon ziemlich weit unten. Er hat im Grunde seine Armee schon komplett verloren. So, sorge ich mal dafür, dass sie nicht weglaufen können. Ballert, wird einfach zusammengeballert, der Junge. Das ist halt schlecht gegen einzelne Kämpfer, wie ihr seht, ne? Deswegen lohnt sich das nicht. Ach, da sind sogar noch ein paar Speerkämpfer. Wo sind denn die hergekommen? Ach, die habe ich völlig ignoriert. Die hatte ich völlig ignoriert. Sehen wir mal zu, dass sie wegrennen. Das war nicht so günstig, meine eigenen Leute zu hitten. So, jetzt machen wir die hier fertig. Und jetzt hat er auch keine Lust mehr, so langsam aber sicher. Ich kann nochmal sein Bestreben zu gehen nochmal ein bisschen unterstützen, indem ich jetzt hier meinen Eschenmagier noch in den Nahkampf schicke. Wie gesagt, der macht auch ein bisschen mehr Damage. Immer noch Moral von, aber ihr seht, der haut halt auch gut rein, ne? 200 Schaden kann man schon machen. So, verfolgen und töten. Aufhören zu schießen, Freunde. So, halt. Den Kommandanten müssen wir auf jeden Fall auch auseinandernehmen, keine Frage. So, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Okay, liebe Leute, im Grunde muss ich aber an der Stelle sogar schon die Folge wieder beenden, denn die Folgen werden jetzt wieder tendenziell eher so eine halbe Stunde lang, sonst schaffe ich das zeitlich schlicht und ergreifend nicht.
So, zack, zack, zack. Ich möchte bloß noch kurz mal darauf hindeuten, dass ich heute Abend ebenfalls wieder, also am 7.12. live sein werde auf meinem Twitch-Kanal mit ja, The Shadow and the Blade. Wir werden da höchstwahrscheinlich weiterspielen mit dem, was wir im Stream schon angefangen haben am gestrigen Abend, am Freitag. Ich lade euch herzlich ein und ich freue mich, wenn ihr kommt. Ich sage dann an dieser Stelle, währenddessen ich euch hier diese Bilder noch zeige, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal oder bis heute Abend. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüssi und Ade. Grows more deadly.